ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Video-Nähanleitung. In diesem Video möchte ich mit dir zusammen meinen Schnittmuster Pixo Pin-Up Pulli. Das hört sich so doof an. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Video-Nähanleitung. In diesem Video möchte ich mit dir zusammen den Pin-Up-Pulli nähen, mein kostenloses Schnittmuster, was es schon seit dem Jahr 2016 gibt. Nun, endlich habe ich es geschafft, dieses Schnittmuster auch in das neue Größensystem zu überführen. Es gibt diesen Schnitt jetzt also auch in drei Passformklassen in den Größen 32 bis 56 und du kannst diesen Schnitt kostenlos bei mir im Onlineshop herunterladen. Den Link dazu findest du hier unten in der Infobox. Dieses Video ist entstanden in Zusammenarbeit mit Spoonflower. Spoonflower hat mir diesen Stoff geschenkt, den ich designt habe, um eben dieses Video aufnehmen zu können. Und obendrauf gibt es von Spoonflower für dich noch bis zum 30.09. einen 10% Gutschein. Du kannst einmal mit Pixo 10 bei Spoonflower Stoffe bestellen und dort 10% auf deinen gesamten Einkauf sparen. Den Link zu dem Stöffchen, den ich hier anhabe, beziehungsweise aus dem mein Pin-Up-Pulli ist, den packe ich dir natürlich auch einmal unten in die Infobox. Ebenso findest du dort natürlich auch den Gutscheincode nochmal. Aber jetzt nicht mehr lange rumgeredet, jetzt wollen wir zusammen den Pin-Up-Pulli nähen. Um den Pin-Up-Pulli nun nähen zu können, benötigst du vier Schnittteile. Und zwar ist das einmal das Rückenteil im Stoffbruch zugeschnitten, das Vorderteil ebenfalls im Stoffbruch zugeschnitten und zweimal den Ärmel einmal seitenverkehrt zugeschnitten. Markiere dir außerdem alle im Schnittmuster enthaltenen Knipse, sowohl oben am Ärmel als auch in den Seitennähten der Vorder- und Rückenteile. Zusätzlich benötigst du noch einmal ein Schnittteil für den Halsausschnitt. Hier misst du einmal den Umfang deines Halses aus und schneidest dir das Schnittteil in der Länge deines Halsumfanges und mit einer Höhe von 9 cm zu. Lege dir im ersten Schritt das Vorderteil mit der rechten Stoffseite zu dir hin und platziere darauf ebenfalls mit der rechten Stoffseite auf die rechte Stoffseite des Vorderteils das Rückenteil. Du legst also beide Stoffseiten rechts aufeinander. Und steckst dir anschließend die Schulternähte zusammen. Nachdem beide Schulternähte gesteckt sind, nähst du diese mit einer Overlock-Nähmaschine oder dem elastischen Stich deiner normalen Nähmaschine zu. Achte beim Nähen mit der Overlock-Nähmaschine jetzt darauf, dass du den Stoff, den du nähst, nicht dehnst, sondern ihn mit dem Nähmaschinenfuß mitführst. Nachdem du beide Schulternähte genäht hast, geht es auch schon weiter mit dem Einsetzen der Ärmel. Dafür faltest du das Ganze einmal auf, so dass die rechte Stoffseite zu dir hinschaut und setzt jeweils die Ärmel mit der richtigen Seite ein. Du legst also den Knips auf die Schulternaht, fixierst dort den Ärmel und führst die Achselpunkte zu den Achselpunkten, jeweils der vordere Teil des Ärmels auf dem Vorderteil und der hintere Teil des Ärmels auf dem Rückenteil. Das Ganze machst du für beide Ärmel und anschließend nähst du den Ärmel mit einer Overlock-Nähmaschine oder wieder dem elastischen Stich deiner normalen Nähmaschine ein. Nachdem du in der Art beide Ärmel eingesetzt hast, bügelst du noch einmal die Naht glatt, sodass alles schön anschmiegsam und rund wird. Im nächsten Schritt geht es damit weiter, die Seitennähte zu nähen. Lege dir also das gesamte Shirt einmal rechts auf rechts aufeinander, sodass die Achselpunkte in den Achseln unten aufeinandertreffen und so ein Kreuz bilden. Das Ganze kannst du dir hier schon feststecken. Und achte jetzt dabei darauf, dass die Knipse in der Seitennaht auf Taillen und auf Hüfthöhe genau aufeinandertreffen. Lege also Knips auf Knips und stecke dir das Ganze mit einer Klammer oder Nadeln fest. Auch in der Hüfte wieder Knips auf Knips, dort mit einer Klammer feststecken. Und anschließend nähst du die Seitennaht mit einer Overlock-Nähmaschine oder dem elastischen Stich deiner normalen Nähmaschine
zu. Wenn nun auch die Seitennähte genäht sind, geht es mit dem Kragen weiter. Du hast dir hier einmal ein Stoffstück zugeschnitten, das in der Länge dem Umfang deines Halsausschnittes entspricht und in der Höhe 9 cm beträgt. Falte dieses Stück Stoff jetzt einmal der Länge nach zusammen und nähe hier die kurze Seite mit einem elastischen Stich oder deiner Overlock-Nähmaschine zu. Nachdem du das Halsbündchen nun zu einem Kreis verschlossen hast, geht es damit weiter, einmal den Halsausschnitt in 4 gleiche Teile zu teilen. Achte bitte dabei darauf, dass die Schulternaht hier nicht als Referenz dienen kann. Du teilst den Halsausschnitt also in 4 gleiche Teile, indem du einmal die Schulternaht auf die Schulternaht legst und so die vordere Mitte ermittelst. Kennzeichne dir die vordere Mitte mit einer Klammer oder Nadel und mache das gleiche einmal für die hintere Mitte. Lege nun beide Klammern aufeinander und fahre zur Seitennaht und dann siehst du auch schon, dass die Mitte der beiden Vorderteile und Rückenteile quasi nicht auf der Seitennaht liegt, sondern ein bisschen auf dem Vorderteil und markiere dir auch das mit einer Klammer. Falte jetzt einmal den Halsausschnitt links auf links zusammen, sodass die Naht, die du eben gerade genäht hast, im Inneren liegt. Und teile dir dieses Rund ebenfalls in 4 gleiche Teile. Dabei dient einmal die Naht, die wir eben genäht haben, als eine Referenz. Und genau das gegenüberliegende Stück. Dort setzt du dir ebenfalls eine Klammer rein. Anschließend kannst du Klammer auf Naht legen und markierst dir die anderen beiden Punkte. Nachdem du das getan hast, ist die Naht, die wir genäht haben, einmal die hintere Mitte und der Rest wird entsprechend verteilt. Lege dir also dein Oberteil einmal so vor dir hin, dass du die Naht mit der hinteren Mitte auf die hintere Mitte, die du mit der Klammer markiert hast, legst. Dieses einmal zusammensteckst und anschließend ringsherum die einzelnen Klammern zusammenführst. Nachdem du das getan hast, fällt dir ganz bestimmt auf, dass der Kragen etwas schmaler ist als der Halsausschnitt selber. Das ist auch richtig so, damit das Ganze nämlich entsprechend schön am Hals anliegt. Du nähst jetzt also den ganzen Kragen fest, indem du ihn einmal so weit dehnst, dass er glatt auf dem Halsausschnitt anliegt und du das Ganze mit einer Overlock-Nähmaschine oder dem elastischen Stich deiner normalen Nähmaschine festnähst. Nähe also zwischen den einzelnen Klammern jetzt die Strecken, indem du den Halsausschnitt dehnst und den Stoff des Oberteils einfach gerade liegen lässt. Am einfachsten ist es hier so zu nähen, dass der Stehkragen oben liegt, weil du so das Dehnen wesentlich einfacher kontrollieren kannst. Ist der Halsausschnitt nun angenäht, geht es wie immer im letzten Schritt damit weiter, die Säume zu nähen. Du bügelst dir also den Saum, den du hinzugegeben hast, beziehungsweise die Saumzugabe, die du hinzugegeben hast, einmal um und nähst den Saum anschließend mit einer Coverlock-Nähmaschine oder einer Zwillingsnadel, je nachdem, wie du den Saum ganz gerne nähen möchtest.
Ich hoffe, dir hat diese Videonähanleitung gefallen und du gibst mir dafür einen Daumen hoch. Ich würde mich riesig freuen, wenn du unter Hashtag Pixu deinen Pin-Up-Pulli beispielsweise bei Instagram zeigst. Dann sehe ich auch dein schönes Werk und kann es liken und kommentieren. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß beim Nähen weiterer Pin-Up-Pullis und viel Spaß beim Schauen meiner Videos. Tschüss!